Die Gefährten aßen und streckten sich dann auf dem Rasen aus, um den Rest des Tages und die ganze Nacht zu verschlafen. Am Morgen verabschiedete sich Doli. Kaf war bereits auf dem Weg zum Feenreich, um zu melden, dass alles in Ordnung sei. Von dort aus sollte er wieder zu Taran stoßen. »Ich würde mit euch gehen, wenn ich könnte«, sagte der Zwerg zu Taran. »Wenn ich daran denke, dass ein ungeschickter Hilfsschweineherr blindlings und unbekümmert im Lavgardan-Gebirge herumtappt, dann sträuben sich mir die Haare. Aber ich darf nicht. Der Stein muss sicher in Aidileks Hände gelangen. Und wer wird ihm das Kleinod bringen? Der gute alte Doli. Ha!« »Es macht mich traurig, dass wir uns trennen müssen«, sagte Taran. »Aber du hast mir mehr geholfen, als ich hoffen durfte. Der Selunet trägt denselben Namen wie der Spiegel. Vielleicht hilft mir das weiter.« »So lebt denn wohl«, sagte Doli. »Du hast uns alle davor bewahrt, Frösche oder noch Schlimmeres zu werden, und uns hast du einen Schatz wiedergegeben. Das sollst du nicht bereuen. Wir kleinen Leute haben ein langes Gedächtnis.« Der Zwerg reichte den Freunden die Hand und drückte seine Lederkappe tiefer in die Stirn. Ein letztes Mal winkte er. Taran blickte der untersetzten Gestalt nach, die festen Schrittes über die Wiese ging und in der Ferne immer kleiner wurde, bis sie im Unterholz des Waldes verschwand. Die Gefährten zogen weiter in nordöstlicher Richtung. Taran wäre sehr froh gewesen, wenn Doli sie geführt hätte, denn er vermisste den mürrischen Zwerg sehr. Und doch war er zuversichtlich wie nie zuvor. »Eilonwis Geschenk ist noch kostbarer, als ich dachte«, sagte er zu Fleftur. »Ich bin Doli sehr dankbar, auch weil er mir etwas vom Selunet erzählt hat.« »Es ist merkwürdig, Fleftur«, fuhr er fort. »Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dem Ende meiner Suche näher bin. Ich bin mehr denn je der Überzeugung, dass ich finden werde, wonach ich suche.« »Hä, was ist los?« Fleftur blinzelte, als sei er eben erst aufgewacht. Während Gurgi nicht mehr an Mordor dachte, beschäftigte den Barden noch immer, was ihm zugestoßen war. Oft verfiel er in gedankenvolles Schweigen und zupfte sich verdrießlich an den Ohren, als erwarte er, sie könnten sich jeden Moment wieder verlängern. »Ein furchtbares Erlebnis«, murmelte er jetzt. »Ein Flamm verwandelt in ein Kaninchen.« »Was hast du eben gesagt?« »Die Suche. Ja, natürlich.« »Riecht! Mit Schnüffeln«, unterbrach Gurgi. »Reißen und beißen!« »Du hast recht«, stimmte Fleftur zu und sog die Luft ein. »Oh, verdammt, meine Nase juckt schon wieder!« Taran parierte Melinlas. Auch Lian hatte etwas gerochen. Sie richtete die Ohren auf und leckte sich die Schnurrhaare. Taran nickte und die Gefährten ritten vorsichtig über die Lichtung. Taran wollte zunächst die Fremden in Augenschein nehmen, ohne dass man ihn selbst bemerkte. Aber er war kaum ein paar Schritte gegangen, als sich zwei bärtige Männer aus dem Schatten der Büsche aufrichteten. Taran stutzte. Die beiden, offensichtlich Wachtposten, zückten die Schwerter und einer der beiden ahmte den Ruf eines Vogels nach. Sie behielten die Gefährten scharf im Auge, ohne allerdings einen Versuch zu machen, sie aufzuhalten. Taran bemerkte nun die Feuerstelle auf der Lichtung und ungefähr ein Dutzend Männer, die sich um das Feuer herum gelagert hatten und mächtige Fleischstücke brieten. Die Männer waren bewaffnet wie Krieger, trugen aber weder Wappen noch Farbe eines Kantreff-Fürsten. Einige von ihnen aßen, andere schärften ihre Klingen oder schmierten die Sehnen der Bogen. Dem Feuer am nächsten lag, bequem ausgestreckt und auf einen Ellbogen gestützt, ein Mann, breitgesichtig und schwer, und spielte mit einem langen Dolch. Er warf ihn in die Höhe, ließ ihn herumwirbeln und fing ihn abwechselnd am Griff und an der Spitze wieder auf. Er trug eine ärmellose Jacke aus Pferdefell und schmutzige, genagelte Stiefel mit dicken Sohlen. Strohiges Haar fiel ihm über die Schultern, und seine kalten, blauen Augen maßen die Gefährten gleichmütig. »Willkommen, die Herren«, sagte er gedehnt, als Taran vom Pferd stieg. »Welch glücklicher Wind bläst euch ins Lager Dorads!« »Ich bin kein Herr«, erwiderte Taran. »Ich bin Taran, der Hilfsschweinhirt.« »Kein Herr?« unterbrach ihn Dorad mit spöttischem Erstaunen. »Wenn du es mir nicht gesagt hättest, wäre ich nie von allein darauf gekommen.« »Das hier sind meine Freunde«, fuhr Taran fort. Er war verärgert, dass sich dieser Bursche über ihn lustig machte. »Gurgi, Fleftur Flamm, er zieht als Barde umher, aber in seinem Land ist er König.« »Und Dorad ist König überall, wo er reitet«, erwiderte der Mann mit den gelben Haaren und lachte. »Nun, Herr Schweinehirt, willst du unser einfaches Mahl teilen?« Mit seinem Dolch wies er auf die Bratenstücke über dem Feuer. »Esst euch voll, Dorads Schar ist nie knauserig.«
Dann wollen wir mehr hören von euch drei Burschen.« »Der Hafenspieler reitet einen seltsamen Hengst, Dorat«, rief ein Mann mit einem übel zerhauenen Gesicht. »Ich wette, meine Mähre könnte sich mit dem Biest messen.« »Kein Zweifel, denn sie ist ein störrisches Vieh und ein geborener Totschläger.« »Das wäre doch ein lustiger Kampf. Was meinst du, Dorat? Wollen wir uns nicht einen Spaß mit der Katze machen?« »Halt's Maul, Gloff«, fuhr ihn Dorat an und betrachtete Lian eingehend. »Du bist ein Schafskopf und warst immer einer.« Er schob einen Fleischbrocken vom Spieß und warf ihn den Gefährten zu. Fleftur hatte sich vergewissert, dass der Braten kein Kaninchenbraten war, und langte kräftig zu. Gogi brauchte, wie üblich, nicht genötigt zu werden. Und auch Taran war nur zu froh, etwas essen zu können. Die Sonne ging jetzt rasch unter. Einer aus der Bande warf trockene Zweige aufs Feuer. Dorat stieß den Dolch in den Erdboden und blickte dann Taran scharf an. »Und nun, mein Fürst«, sagte er, »hast du keine Reiseabenteuer zu erzählen, um mir und meinen Freunden die Zeit zu vertreiben? Wo kommt ihr her? Wo geht ihr hin? Und warum? Die Bergkanttreffs sind gefährlich, wenn man sich nicht auskennt.« Taran antwortete nicht sofort. Der Ton, mit dem Dorat sprach, und die Blicke der Männer rings um das Feuer veranlassten Taran, seine Worte vorsichtig zu wählen. »Wir reisen nordwärts, durch die Berge von Lavgadarn.« Dorat grinste ihn an. »Und wohin dann?« fragte er. »Oder hältst du meine Fragen für unhöflich?« »Zum Selonet«, antwortete Taran zögernd. »Ich habe von Schätzen gehört, die es in diesen Gegenden geben soll«, warf der Mann namens Gloff ein. »Sucht ihr die?« »Wirklich?« fragte Dorat. »Schätze!« Er lachte laut. »Kein Wunder, dass du mit deinen Worten so geizt!« Taran schüttelte den Kopf. »Wenn ich das finde, wonach ich suche, dann ist es für mich wertvoller als Gold.« »So?« Dorat beugte sich zu ihm hinüber. »Was wäre denn das für ein Schatz, Hoheit? Juwelen? Schön gearbeitete Schmuckstücke?« »Nein«, entgegnete Taran. Er zögerte. »Ich suche meine Eltern.« Für einen Augenblick war Dorat still. Das Grinsen wich nicht aus seinem Gesicht, aber als er wieder zu sprechen begann, war sein Gesicht kalt. »Wenn Dorat eine Frage stellt, dann wünscht er eine wahrheitsgemäße Antwort, Herr Schweinehirt.« Taran wurde rot vor Zorn. »Ich habe sie dir gegeben. Behauptest du das Gegenteil, dann nennst du mich einen Lügner.« Tiefes, bedrohliches Schweigen breitete sich aus. Dorat hatte sich halb erhoben und sein fleischiges Gesicht war finster geworden. Taran tastete nach dem Knauf seines Schwertes. Aber in diesem Augenblick stimmte der Barde ein Lied auf seiner Harfe an und rief: »Immer mit der Ruhe, Freunde! Hört eine fröhliche Melodie, damit wir das Abendessen gut verdauen!« Er legte die schön geschwungene Harfe an die Schulter und ließ die Finger rasch über die Saiten gleiten. Begeistert feuerten ihn die Männer an. Dorat setzte sich langsam wieder, blickte aber zu Fleftur hinüber und spuckte ins Feuer. »Schluss jetzt, Hafner«, sagte er nach einer Weile. »Verschone uns mit deinen falschen Tönen aus diesem wurmstichigen Kasten da. Wir wollen unsere Ruhe. Bis morgen früh bleibt ihr, und dann werden euch meine Leute zum Selonet begleiten.« Taran sah, wie Fleftur unwillig die Stirn runzelte. Er stand auf und sagte zu Dorat: »Wir danken für deine Gastfreundschaft, aber die Zeit drängt und wir haben die Absicht, während der Nacht weiterzuziehen.« »Ja«, Fleftur nickte zustimmend, »wir wollen euch keine Ungelegenheiten machen. Es ist eine weite Reise zum See, viel weiter als bis zur Grenze deines Kantreffs.« »Brüdein ist mein Kantreff«, entgegnete Dorat. »Habt ihr noch nie von Dorats Schar gehört? Wir dienen jedem, der bereit ist zu zahlen. Einem schwachen Fürsten, der eine starke Kampftruppe braucht, oder drei Reisenden, die Schutz vor Gefahren nötig haben. Vor vielen Gefahren, Hafenspieler«, fügte er grimmig hinzu. »Lunet liegt für meine Männer nur einen Sprung weit entfernt, und ich weiß, wo das Land liegt. Willst du sicher dorthin gelangen?« »Ich bitte nur um einen kleinen Teil des Schatzes, den du suchst. Einen kleinen Lohn für deinen demütigen Diener.« »Wir danken dir«, sagte Taran bestimmt. »Es ist schon dunkel und wir müssen unseren Weg suchen.« »Was denn?« schrie Dorat unwillig. »Verachtest du meine armselige Gastfreundschaft?« »Ihr verletzt meine Gefühle, Fürsten. Ist es unter eurer Würde, neben solchen zu schlafen, wie wir sind?« »Hoho, Schweinehüter, beleidige nicht meine Männer. Sie könnten es missverstehen.«
Tatsächlich erhob sich bei diesen Worten Dorats ein drohendes Murren unter der Bande. Taran sah, dass einige von den Kriegern nach ihren Schwertern griffen. Er stand da und wusste nicht, was er tun sollte. Dorat beobachtete ihn genau. Zwei von den Männern waren unauffällig zu den angepflockten Pferden hinübergegangen, wo sie, wie Taran sich sehr gut vorstellen konnte, mit entblößten Schwertern warteten. »So sei es denn«, sagte Taran und sah Dorat genau zwischen die Augen. »Wir freuen uns über eure Gastfreundschaft für diese eine Nacht. Und morgen werden wir uns dann von euch verabschieden.« Dorat grinste. »Darüber wird noch zu sprechen sein. Schlaft gut.« Die Gefährten wickelten sich in ihre Mäntel. »Schlaft gut«, brummte Fleftur. »Großer Belin, ich werde kein Auge zumachen. Ich habe die Bergkantreffs nie gemocht, und diese Kerle sind ein weiterer Grund, sie noch weniger zu mögen.« Er sah sich um. Dorat hatte sich am Feuer niedergelegt, aber der Mann namens Glof lag nahe bei den Freunden. »Ich habe von diesen umherziehenden Kriegerbanden gehört«, sprach Fleftur mit gedämpfter Stimme weiter. »Nichts als Raufbolde und Raubgesindel, alle miteinander. Der Kantreffürst, der sie kauft, um gegen seine Nachbarn zu kämpfen, hat sie bald selbst am Hals. Dorat will uns vor Gefahren schützen? Die schlimmste Gefahr ist Dorat selbst.« »Er glaubt, wir sind hinter einem Schatz her«, flüsterte Taran. »Er hat sich das in den Kopf gesetzt und wird uns nichts anderes glauben.« »In einer Hinsicht haben wir sogar Glück«, fügte er traurig hinzu. »Solange er meint, wir könnten ihn zu Gold und Edelsteinen führen, solange wird er uns nicht einfach umbringen.« »Vielleicht, vielleicht auch nicht«, antwortete Fleftur. »Er wird uns nicht gleich die Hälse abschneiden, aber er könnte uns genauso gut, na, sagen wir einmal, dazu überreden, ihm zu sagen, wo die Schätze sind. Und ich glaube, er wird beträchtlich viel mehr tun, als uns nur in die Zehen zu kneifen.« »Ich bin nicht sicher«, entgegnete Taran. »Wenn er uns foltern wollte, hätte er es längst tun können. Er hat uns in die Enge getrieben, und wir wollen nicht, dass er mit uns zieht. Und doch glaube ich nicht, dass Dorat seiner Sache ganz sicher ist. Wir sind zwar nur drei gegen ein Dutzend, vergiss aber nicht Lian. Wenn es zum Kampf kommt, dann hat Dorat eine hervorragende Gelegenheit, uns alle zu töten. Doch ich denke, er ist gewitzt genug, einzusehen, dass es ihm teuer zu stehen käme. Ihm und den meisten von seiner Bande. Ich zweifle, ob er das wagt, wenn es nicht unbedingt sein muss.« »Ich hoffe, du hast recht«, seufzte der Barde. »Aber trotzdem möchte ich lieber nicht so lange warten, bis wir das genau wissen. Eher würde ich die Nacht in einem Schlangennest verbringen. Wir müssen diese Schurken loswerden. Aber wie?« Taran dachte angestrengt nach und biss sich auf die Lippen. »Ailonvis Horn«, begann er. »Ja, ja«, flüsterte Gugi. »Oh ja, Zauberhorn mit Dröhnen und Tönen. Hilfe kommt mit Rettung. Blase, Klugeier.« »Ailonvis Horn«, Taran sprach langsam. »Ja, das war mein erster Gedanke. Soll ich es jetzt gebrauchen? Es ist ein kostbares Geschenk, zu kostbar, um es zu verschwenden. Wenn es keinen Ausweg mehr gibt.« Er schüttelte den Kopf. »Bevor ich das Horn blase, wollen wir es mit eigener Kraft versuchen. Schlaft jetzt, ruht euch so gut aus wie möglich. Vor Anbruch der Dämmerung kann Gurgi leise zur Pferdekoppel hinübergehen und die Zügel von Dorats Hengsten durchschneiden, während Fleftur und ich versuchen, die Posten zu überwältigen. Mach die Tiere scheu, zerstreu sie in alle Richtungen, und dann...« »Dann reiten wir um unser Leben«, warf Fleftur ein. Er nickte. »Gut, das ist unsere einzige Chance, wenn du nicht in dein Horn stößt.« »Dorat«, fügte er hinzu und wiegte die Harfe liebevoll in seinen Armen. »Meine Lieder klingen tatsächlich nicht schön. Meine Harfe ein wurmstichiger Kasten. Der Raufbold hat weder Ohren noch Augen. Ein Flamm ist geduldig, aber wenn Dorat meine Harfe beleidigt, dann geht das zu weit. Allerdings habe ich diese Ansicht auch schon von manchen anderen gehört.« Gurgi und Fleftur fielen in einen unruhigen Schlummer. Taran aber blieb wach. Das Lagerfeuer brannte nieder. Er hörte das schwere Atmen von Dorats Leuten. Glof lag regungslos da und schnarchte entsetzlich. Für eine kurze Weile schloss Taran die Augen. Hatte er eine falsche Entscheidung getroffen? Ihm war schmerzlich bewusst, dass drei Menschenleben auf dem Spiel standen. Doli hatte ihm eingeschärft, das Geschenk nicht leichtsinnig zu verschleudern. Aber war der Einsatz denn zu groß?
sollte er das Geschenk jetzt ausnutzen, da die Not doch offenkundig war? Diese Gedanken bedrückten ihn schwerer als die tiefe Finsternis der mondlosen Nacht. Ein heller Streifen am Himmel kündigte den Morgen an, als Taran heimlich die Freunde weckte. Vorsichtig schlichen sie zur Pferdekoppel. Die beiden Wachen schliefen tief. Taran, in der Absicht, Gogi beim Durchschneiden der Leinen zu helfen, wandte sich um, hielt sich aber im Schatten einer mächtigen Eiche. Plötzlich versperrte ihm ein gestiefeltes Bein den Weg. Dorat lehnte am Baum. In der Hand hielt er einen Dolch.